man hingehen. Also, wenn man in der Branche arbeitet, muss man hier am Start sein. Extrem spannende Insights, wie andere Unternehmen, andere Agenturen das Thema Programmatik angehen. Extrem coole Vorträge bislang und freue mich schon auf die kommenden. Die Eikon macht Spaß, ist ein guter Mix, ja, aus Networking, aus Fachvortrag. Ich finde es on-site immer viel schöner wie online und ich freue mich, hier zu sein. Ja. Ist für mich immer wie eine Art Klassentreffen, wieder hier zu sein. Also so viele alte, bekannte Gesichter, der Austausch unter den Kollegen, finde ich immer sehr, sehr wertvoll. Deswegen komme ich eigentlich fast jedes Jahr zu den Eikon. Ich bin auch nicht zum ersten Mal hier und es ist sehr erfrischend, in den Austausch zu gehen und macht immer wieder Spaß. Die Vorträge gefallen mir extrem gut, sind sehr gehaltvoll, informativ und ich glaube, das zeichnet auch die D3Con im Endeffekt aus. Auch das Networking, man tauscht sich aus, man bekommt Inspirationen und auch für das eigene Geschäft, das finde ich super interessant. Dass halt viele Advertiser so ein bisschen die Schatulle aufmachen und erzählen, mit welchen Schwierigkeiten sie zu tun haben, dass man daraus lernen kann, dass man auch vielleicht neue Impulse mitnehmen kann ins Team. Ist halt wirklich sehr viel fachliches Know-how komprimiert zusammen. Man kann sich gut austauschen und auch wirklich viel mitnehmen für sich. Die D3Con hat seit Jahren eben einen sehr technischen Fokus und hat sich aber auch weiterentwickelt, hat die Advertiser sehr viel besser noch abgeholt und wirft einen guten Blick auf die Needs der Advertiser. Und wir von der Tech-Seite können dann eben oftmals mit Lösungen um die Ecke kommen, die vielleicht für den einen oder anderen spannend sind. Und das zusammenzuführen macht schon die D3Con aus. Ich freue mich da auf diese D3Con-typischen Vorträge, also eher diese Richtung, was passiert mit den Daten, was passiert mit Programmatic Advertising. Das unterscheidet die D3Con ja immer ein bisschen von anderen Konferenzen. Und da habe ich sehr spannende Vorträge bisher gesehen im Programm und bin gespannt. Das Netzwerken ist für mich eigentlich der Kern von so einer Konferenz wie der D3Con, denn hier sind die Leute, die ich eigentlich sonst viel zu selten sehe. Und zwar die ganze Gruppe von Publishern und von Tech-Dienstleistern zusammengefasst. Und das macht es sehr, sehr leicht, sich auszutauschen. Wofür man normalerweise wahrscheinlich umständlich einen Termin organisieren müsste, kann man das hier mal eben am Kaffee machen, wenn man alle zusammen hat und nicht nur einzelne Termine. Und ich werde auf jeden Fall wieder dabei sein.